Die alten Steinmauern schützen etwas vor der Hitze. Guten Morgen. Darf ich reinkommen? Entschuldigung, wer ist denn da? Sylvie, die Nichte von Olivier Leroux. Können wir uns sprechen? Ja, natürlich. Kommen Sie rauf. Tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Das macht doch nichts. Ich wollte Sie kennenlernen, weil Sie mit meinem Onkel zusammengearbeitet haben. Wie geht es ihm? Wir haben länger nichts voneinander gehört. Er ist verschwunden. Es hat ihn seit Tagen niemand mehr gesehen. Verschwunden? Wie meinen Sie das? Vielleicht ist er verreist. Vielleicht. Aber wohin? Haben Sie mit den Nachbarn gesprochen? Herr Kaflata sagt, er könnte nach Gozo gereist sein. Sonst weiß niemand etwas. Was Sie da sagen, beunruhigt mich sehr. Ich wollte mit ihm sprechen. Ich hatte auf seinen Rat gehofft. Ich fange an, mir Sorgen um meinen Onkel zu machen. Kann ich verstehen. Meine Eltern starben, als ich noch ein Kind war. Ich hatte ständig Angst, dass jedem Vormund das Gleiche passieren würde. Wie schrecklich. Das tut mir ja so leid. Sie sind in einer protestantischen Gegend ins Kino gegangen, weil sie einen bestimmten Film sehen wollten. Ausgerechnet an dem Abend hat die IRA zugeschlagen. Belfast? Wenn ein weiser Priester nicht gewesen wäre, würde ich heute selber Bomben legen. Meine Eltern forschen auf den polynesischen Inseln. Sie sind Ethnographen. Dort muss es sehr schön sein. Mag sein, aber die Bedingungen waren hart. Also habe ich die Ferien bei meinem Onkel in La Valletta verbracht. Das ist für ein Kind schwer zu verstehen. Mein Onkel hat sich gut um mich gekümmert. Manchmal nahm er mich mit nach Gozo. Dort hat er gearbeitet. Er sprach oft von Ihnen, Frau Leroux, während wir Inschriften studierten. Sylvie, bitte sagen Sie Sylvie zu mir. James, lassen Sie uns Freunde. Sie haben an der Steintafel von Gozo gearbeitet? Ja. Eine faszinierende Entdeckung. Was ist daran so interessant? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin ganz Ohr. Der Malteserorden hatte viele Standorte, bevor er sich auf Malta niederließ. Ja, das Heilige Land, Zypern, Rhodos, Viterbo. Das waren die wichtigsten, oder? Ganz genau. Das war eine Reise durch die Zeitalter, vom Mittelalter bis zum Gipfel der Renaissance. Und die ganze Zeit waren Sie an der Grenze zwischen dem Christentum und den Kulturen des Nahen Ostens. Sie müssen Dinge erlebt haben, die Ihnen wie Wunder erschienen, wie Zauberei und Okkultismus. Aber im Gegensatz zu den Tempelrittern haben Sie das alles überlebt, nicht wahr? Ja, ich glaube, Sie waren weniger weltfremd. Sie haben sich um Kranke, Arme und Leidende gekümmert. Aber so etwas hätte man doch nicht in Stein graviert. Das wäre es aber wert gewesen. Wie auch immer, irgendwo, vielleicht bei der Flucht aus Akkon, zusammen mit den Templern, gelangten sie in den Besitz eines einmaligen Artefakts. Oder sie erfuhren zumindest davon. Und Sie haben alles auf dieser Tafel niedergeschrieben? Das ist meine Vermutung. Aber ich habe den Code noch nicht entziffert. Vielleicht brauche ich die Hilfe von Computern und Spezialisten. Mein Onkel hinterließ diese Notiz. Ja, das könnte es sein. Ein Buch über die Geschichte des Malteserordens. Haben Sie dieses Buch? Es ist in seinem Arbeitszimmer. Wenn Ihr Onkel mit seiner Einschätzung recht hat, könnte mir dieses Buch wochenlange Arbeit ersparen. Ich werde das Buch für Sie holen, James. Ausgezeichnet. Bis dann. Ich sollte James das Buch bringen. Ich glaube, ich habe einen Verbündeten. Gibt es diesen seltsamen Traum, der mich verfolgt?
Hier ist das Buch. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Danke, Sylvie. Ich würde Ihnen gern helfen, das Rätsel zu lösen. Dann wollen Sie nicht zurück nach Paris? Nein, das kann ich nicht. Ihre Arbeit ist so faszinierend. Sie sind genauso, wie Olivier sie immer beschrieben hat. Ich habe versehentlich die Notiz gelesen, die an Sie adressiert war. Sehen Sie? Der Professor wollte Sie da nicht mit reinziehen. Wovor wollte er mich denn beschützen? Ich weiß es nicht, aber Sie sollten das ernst nehmen. Ich muss ihn finden. Vielleicht sollten Sie das lieber der Polizei überlassen. Ich habe mit Grant gesprochen. Das Denkmal auf dem Platz wäre besser qualifiziert, die Untersuchungen zu leiten. Außerdem kam ich mir nach dem Gespräch selbst wie eine Verdächtige vor. Ihr Onkel würde nicht wollen, dass Sie darin verwickelt werden. Weil er sich für mich verantwortlich fühlt. Aber jetzt muss ich mich um ihn und seine Entdeckung kümmern. Gestern habe ich mir die Ausgrabungsstätte auf Gozo angesehen. Seltsam. Wurde sie etwa wieder eröffnet? Ganz im Gegenteil. Sie wird polizeilich bewacht. Wieso das denn? Jemand ist eingebrochen und hat eine Steintafel und 4 kleine Skulpturen aus Steinen gestohlen. Unglaublich. Aber leider wahr. Allerdings habe ich Fotos davon. Kann ich sie mal sehen? Hier sind die Fotos von der Tafel. Das sind gute Fotos. Die würden mir bei meiner Arbeit helfen. Behalten Sie sie. Jetzt wird es viel einfacher sein, an diesem Rätsel zu arbeiten. Ich hoffe, Sie werden es bald lösen können. Ich auch. Bei solchen Texten kann man manchmal wochenlang festhängen. Warum sollte jemand diese Steine stehlen? Die Diebe haben genau gewusst, was sie da tun. Sie kannten also den Wert? Vermutlich besser als wir. Jedenfalls haben sie gewartet, bis sie gesichert und in Kisten verpackt waren. Ich werde mich bei einigen Kunsthändlern erkundigen. Vielleicht haben die etwas gehört. Moment mal. Was? Ist der Professor nicht am selben Tag verschwunden wie die Steine? Das ist mir auch schon aufgefallen. Glauben Sie, die Diebe könnten ihm etwas getan haben? Nicht unbedingt. Vielleicht brauchen sie ihn, um die Inschriften zu entziffern. Dann behandeln Sie ihn doch gut, oder? Wenn ich recht habe, ja. Was halten Sie von diesem Archäologen? Haben Sie mit Henry Simon gesprochen? Ja, aber inkognito. Sie sollten sich ihm vorstellen. Henry hat früher mit Ihrem Onkel gearbeitet. Ich soll mich mit dem Mann unterhalten, der meinen Onkel verdrängt hat? Ich glaube nicht, dass er hinter all den schrecklichen Dingen steckt. Soll ich ihn unter Druck setzen? Seien Sie einfach ehrlich zu ihm. Können Sie mir helfen? Natürlich. Ich werde Sie hiermit doch nicht alleine lassen. Melden Sie sich, sobald Sie etwas rausfinden. Denken Sie, dass meine Theorie hilfreich sein könnte? Was meinen Sie? Mein Onkel sagte am Telefon, dass meine Forschungen etwas mit der Entdeckung auf Gozo zu tun haben könnten. Jetzt erinnere ich mich. Er sprach von einer unkonventionellen Vorgehensweise. Wohl eher kontrovers. Worauf bezieht sich Ihre Theorie denn genau? Die tatsächliche Existenz von Sodom und Gomorra. Ich bin der Ansicht, dass der Bibeltext mehr als ein moralisches Märchen ist. Das klingt mir nicht nach Blasphemie. Ich würde die Städte gern entdecken, wie Schliemann Troja entdeckt hat. Ich trete in seine Fußstapfen, indem ich die existierende Beschreibung als real betrachte. Wollen Sie auch Gott in Ihre Suche einbeziehen? Nein. Genauso wenig wie Schliemann die griechischen Götter einbezog. Was ihn interessierte, waren die Konsequenzen ihrer Taten. In diesem Fall also die Zerstörung der beiden Städte. Genau. Einige Gnostiker sind außerdem der Ansicht, dass Jehova für die Zerstörung ein besonderes Werkzeug hatte, das bis heute im Nahen Osten verborgen liegt. Verstehe. Eine Quelle überirdischer Kraft, die in Zyklen wiedergeboren wird. So hat mein Onkel es in seinem Brief beschrieben. Tja. Sie werden wohl auf die Übersetzung der Tafel warten müssen. Ich weiß. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bis dann. James hat recht. Ich sollte ein ehrliches Gespräch mit Simon führen. Nur so kann ich irgendwas über meinen Onkel herausfinden. Zeit, den Archäologen auf Gozo zu besuchen. Die Polizei ist zum Glück verschwunden. Was für ein Raumschiff! Thank you.
Vielleicht sollte ich mich im Tempel weiter umsehen. Gefällt es Ihnen? Sehr beeindruckend. Fantastisch. Ja, das finde ich auch. Das sind keine sterilen Kathedralen oder Paläste. Das ist eine andere Art von Schönheit. Schlicht und mächtig. Oh nein! Die Kathedralen und Paläste und Gassen und Festungen sind auch fantastisch. Sie haben sich wohl in Malta verliebt. Ich habe mich insgesamt in Europa verliebt. Ein Leben reicht nicht aus, um diese unermessliche Schönheit zu sehen. Amerikanerin? Ist das so offensichtlich? Nein, aber Ihr amerikanisches Auto. Nicht schlecht, oder? In 4 Sekunden auf 60 Meilen. Entschuldigung, 100 Stundenkilometer. Beeindruckend. Ich könnte Ihnen ein paar Sehenswürdigkeiten Maltas zeigen. Vielen Dank, aber ich reise heute ab. Schade, denn es ist eine Augenweide und auch gut für die Seele. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Archäologin. Ein beneidenswerter Beruf. Ich gratuliere. Sicher. Und was machen Sie? Ich bin Talentscout. Momentan im Urlaub. Eine gute Heimreise. Danke. Einen schönen Tag noch. Wie läuft die Arbeit? Ah, Sie sind es wieder. Die Polizistin hat mich einen Blick in die Höhle werfen lassen. Wie haben Sie das denn geschafft? Es waren nur ein paar freundliche Worte und eine Tasse Kaffee nötig. Schleppen Journalisten immer Kaffee mit sich rum, falls sie mal welchen brauchen? Ich bin keine Journalistin. Das habe ich von Anfang an vermutet. Warum haben Sie gelogen? Und Sie? Warum haben Sie über den Einbruch gelogen? Ich heiße Sylvie Leroux. Eine Verwandte des Professors? Verwandte und Schülerin desselben Professors, den Sie hereingelegt haben. Hereingelegt? Was meinen Sie? Sie haben ihm seine Entdeckung weggenommen. Nein, das stimmt nicht. Sie wollten ihm seinen Ruhm nehmen. Und nun sind sowohl er selbst als auch seine Entdeckungen verschwunden. Beruhigen Sie sich. Sie beleidigen mich. Haben Sie nicht seine Arbeit übernommen? Das Ministerium hat mir diesen Job angeboten. Sie wollten Olivier nicht mehr. Warum? Haben Sie nicht versucht, es aufzuklären? Doch. Ich habe als erstes den Professor besucht. Wir haben mal zusammengearbeitet. Ein Grund mehr, dass Ihre Handlungen unfair waren. Ihr Onkel hat auf rationale Argumente nicht gut reagiert. Es tut mir leid, aber er litt anscheinend unter einem beginnenden Verfolgungswahn. Sie spielen einfach nur alles herunter, was ihm passiert ist. Erst hielt ich ihn nur für einen alternden, verbitterten Wissenschaftler. Dann verstand ich aber, dass wirklich irgendetwas Böses vorging. Fühlen Sie sich nicht dafür verantwortlich? Was meinen Sie? Ich bin mehr als ein Assistent. Ich habe mein Herzblut in diese Entdeckung gesteckt. Und dann, vor ein paar Tagen, war alles verloren. Ich wurde verprügelt und mir wurde eine der wertvollsten Funde gestohlen. Jetzt wissen Sie, wie sich mein Onkel gefühlt hat. Wir haben sich vorher ein paar Kerle rumgetrieben. Ich hätte es mir denken können. Würden Sie sie wiedererkennen? Nein. Wie wurden die Steine gestohlen? Ich habe an meinem Computer gearbeitet. Irgendwann hörte ich ein Auto auf dem Parkplatz, aber ich habe mich wieder meiner Arbeit gewidmet. Es hörte aber nicht auf, mich zu stören. Also bin ich rausgegangen. Und Sie sahen die Diebe? Ja, zwei. Sie waren gerade dabei, die Steine mitzunehmen. Sie waren maskiert. Ich schrie laut. Also griff der eine mir von hinten an die Kehle und der zweite verpasste mir ein paar Schläge. Haben Sie irgendwas gesagt? Nein. Ich habe nur gehört, wie einer mit einem seltsamen Akzent okay sagte. Haben Sie Ihr Auto gesehen? Als ich mich aufgerappelt hatte, waren Sie schon weg. Haben Sie eine Vermutung, wer Sie sein könnten? Nein, aber ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten und kommen nicht zurück. Ich verstehe. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich glaube, jemand hat meinen Wohnwagen durchsucht. Glauben Sie, dass Sie meinen Onkel mitgenommen haben? Ich habe ihn nicht bei Ihnen gesehen. Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen? Wir haben uns gestritten. Er war sehr wütend auf mich. Vielleicht sollte er für Sie an den Steinen arbeiten. Ich bin nicht davon überzeugt, aber es ist möglich. Wie wertvoll sind diese Steine? Für einen Archäologen? Unglaublich wertvoll. Ich weiß, ich bin selbst eine Archäologin. Ich habe sogar eine Theorie zu diesen Steinen. Wirklich? Sie stehen mit einem antiken Artefakt in Verbindung, nach dem schon zu biblischen Zeiten gesucht wurde. Ah, die Jugend von heute ist immer auf der Suche nach Neuem. Ich bin sicher, Sie haben auch eine Theorie. Das kann ich noch nicht riskieren. Vielleicht steckt ein Sammler dahinter. Nein,
Für den Kunsthandel sind die Steine völlig uninteressant. Aber wenn wir die Inschriften entziffern, könnte sich der Wert für Sammler steigern. Vielleicht haben die Diebe meinen Onkel entführt, damit er die Inschriften entziffert. Vielleicht stellen Sie den wahren Wert der Steine dar. Das wäre eine plausible Erklärung, aber ich kann mich wohl schlecht in die Diebe hineinversetzen. Ich denke, dann verabschiede ich mich nur. Glauben Sie mir, ich habe mit diesem Unglück nichts zu tun. Da steckt etwas Größeres dahinter. Es ist gut, dass ich ehrlich zu ihm war. Simon scheint doch ganz nett zu sein. Ich denke, dass ich ihm trauen kann. Hallo? Hier Anderson. Ich habe eine Spur zu den Steinen. Es gibt da eine Kunstgaleristin in Istanbul, die den Markt auf nicht besonders subtile Art sondiert. Was bedeutet das? Dass sie möglicherweise die gestohlenen Steine besitzt. Wie lautet die Adresse dieser Galerie? Galatasaray 23. Sie wird von Faina Flatov geleitet. Wollen Sie dorthin? Können Sie das wiederholen? Ich verstehe Sie kaum. Galatasaray 23. Galatasaray 20? 23. 23. Ja. Sie wollen doch nicht etwa dorthin, oder? Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Seien Sie vernünftig. Sie haben es im besten Fall mit Dieben oder mit Schlimmerem zu tun. Was? Ich verstehe Sie nicht. Seien Sie vorsichtig. Diese Steine haben das Interesse mächtiger Organisationen geweckt. Ach, ich kann Sie nicht verstehen. Wir sprechen später. Galatasaray 23. Frau Flatov in Istanbul zu besuchen, könnte Licht ins Dunkel bringen. Vorsorglich habe ich meine Taschen vor der Flughafenkontrolle geleert. Aber den Fisch in aller Öffentlichkeit loszuwerden, war schon peinlich. Ich dachte wirklich, dass diese Rikscha jeden Moment auseinanderbricht. Sie wird ihr Gewicht aushalten, obwohl ich nach dickeren Fischen geangelt habe. Reiche Kunden? Sie werden bemerken, dass reiche Kunden niemals dünn sind. Ein echter Boss passt hier kaum rein. Und bei Dünnen verdienen Sie nichts? Dünne sind knapp bei Kasse. Das sind Aushilfen oder Laufburschen für den dicken Boss. Was ist mit dünnen Bossen? Nur ein Dicker kann das Leben wirklich genießen und großzügig sein. Nimmt ein echter Boss nicht lieber ein Taxi? Manchmal. Aber es gibt auch welche, die keine Angst vor der Straße haben. Um das gewöhnliche Volk zu beobachten, gibt es nichts Besseres als eine Rikscha. Haben Sie diesen älteren Herrn hier in letzter Zeit gesehen? Was denn? Wurde ein Tourist von seiner Gruppe getrennt? So ähnlich. Alzheimer ist kein guter Reiseführer. Das ist es nicht. Egal, haben Sie ihn gesehen? Heute nicht. Und davor? Er sieht nicht reich aus. Familie? Ja. Nein, tut mir leid. Schade. Aber ich frage mal rum. Wenn ich etwas weiß, sage ich Bescheid. Sicher. Vielen Dank. Schönen Abend. Wenn ich die Rikscha nicht repariere, wird er nicht schön. Dieses Auto ist im Weg. Was ist hinter dieser Tür? Privatbesitz. Da können Sie nicht rein. Darf ich mal Ihren Bizeps sehen? Jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich Feierabend habe. Und wann ist das? In ungefähr 2 Stunden. Oh, ich habe keine Lust, so lange zu warten. Machen Sie einen Spaziergang. Sehen Sie sich um. Dieser Hof ist nicht besonders interessant. Sehen Sie sich die Altstadt an. Thank you.
Diese Galerie ist sogar auf Malta berühmt. Wie läuft das Geschäft? Ha, sehen Sie nur! Überall leere Kisten! Die ganzen Waren sind weg! In der Galerie läuft es nicht so gut? Damit kenne ich mich nicht aus. Die haben da nicht viele Kunden und wenn mal einer was kauft, dann verlässt er den Laden bis auf die Unterwäsche ausgeraubt. Haben Sie einen bärtigen älteren Herrn in der Galerie gesehen? Ich glaube nicht. Außerdem habe ich während der Arbeit keine Zeit nachzusehen, was auf der anderen Straßenseite passiert. Was ist das für ein Geruch? Tabak. Ich habe viele Sorten. Sehr aromatisch. Sie verkaufen also Tabak? Ich verkaufe Pfeifen und Rauchwaren. Ich denke nicht, dass mir eine Pfeife stehen würde. Wie wäre es mit einer Shisha? Das wäre natürlich etwas anderes. Auf jeden Fall. Jeanette und ich, auf dem Sofa rumliegend und Shisha rauchend. Fantastisch. Also, ich habe die besten Waren zu den besten Preisen. Nein, diesmal nicht. Ich erwarte eine Lieferung neuer Shishas. Schöne Schätzchen. Die sind auch sehr dekorativ. Ich würde mir die Waren gerne ansehen, wenn sie da sind. Sie werden es nicht bereuen. Die Galerie ist etwas ganz Besonderes. Sie verkaufen hier wirklich hübsche Dinge. Vorsichtig, nicht anfassen. Das sind keine Plastikblumentöpfe aus dem Supermarkt. Kann ich mir diese Kunstwerke ansehen? Das hier ist kein Flohmarkt. Möchten Sie etwas kaufen? Nein. Mein Onkel hat jede Menge davon zu Hause. Wirklich? Er verkauft sogar selbst. Ich kenne so gut wie alle Kunsthändler an der Mittelmeerküste. Ich könnte schwören, dass ich solche Vasen bei ihm gesehen habe. Was ist dein Fachgebiet? Antiquitäten. Ich liebe antike Dinge. Das sagt er auch. Es ist dieser göttliche Sinn für Proportionen. Eine förmliche, selbstsichere Macht, kombiniert mit äußerster Ruhe. Nackte Ringer, in einer Skulptur voller Harmonie und Pathos, unsterblich gemacht. Selbst meine Wachleute ähneln den Helden der Antike. Auch wenn die schlecht sitzenden Anzüge wirklich nicht schmeichelhaft aussehen. Mein Onkel ist nicht mehr so jung und reist nicht gerne herum. Schade. Manchmal, wenn Freunde oder andere ihn entführen und zu einem Vortrag oder so schleppen, sagt er immer, dass er jeden Betrag zahlen würde, um wieder nach Hause zu können. Das ist das Vorrecht des Alters. Aber dafür gibt es ja junge Frauen, die man für sich auf Reisen schicken kann, während man gemütlich zu Hause sitzt. Was? Sie meinen, er wäre zu Hause? Das sagten Sie doch. Schön wär's. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht. Haben Sie die Tür richtig geschlossen? Ja. Der Gestank vom Hafen zieht schon wieder hinein. Mein Onkel bereitet den Verkauf seiner Kollektion vor. Was für Stücke genau? Oh, sie ist recht beeindruckend und umfasst etwa 1000 Einzelstücke oder so. 1000? Wo lagert er sie? Sie müssen sich beeilen, er schickt sie gerade nach Deutschland. Warum weiß ich nichts darüber? Die Nachfrage ist dort so stark, dass ein Freund sie verschickt, noch bevor die Farbe getrocknet ist. Er malt sie an? Das ist ein Verbrechen! Nein. Die Kunden dieses Freundes lieben Gartenzwerge aus der Vorkriegszeit in knalligen Farben. Gartenzwerge? Sie würden herrlich zu dieser modernen Kunst passen. Ist dieses Mädel völlig verrückt oder eine Visionärin? Was können Sie mir über diesen Siegelring sagen? Lassen Sie mich sehen. Ein Malteserkreuz. Sehr hübsch. Woher haben Sie ihn? Können Sie mir sagen, wann er gefertigt wurde? Lassen Sie ihn hier. Ich lasse ihn von einem Experten untersuchen. Heute? Ich frage ihn. Ich bin sicher, dass er gerne wissen würde, wer der ehemalige Besitzer war. Ich werde darüber nachdenken. Natürlich wird das etwas kosten. Aber ich kann ihn auch so, ohne Schätzung, kaufen. Für wie viel? 100 Euro. Danke, aber das ist nicht annähernd angemessen. Möglicherweise. Aber ich muss die Möglichkeit bedenken, dass es eine Fälschung sein könnte. Ich muss immer noch den Experten zahlen. Nun? Ich werde Ihre Meisterwerke nicht länger stören. Ja, viel Spaß beim Fischesortieren am Hafen.
Ein auffälliger Auftritt dieses Autos sollte die Aufmerksamkeit des Schlägertypen ablenken, aber er darf nicht wissen, dass ich es war. Was, wenn ich diesen Ball ganz geschickt einsetzen würde? Diese Katze ist umgezogen. Man sollte sie vor die Tür setzen. Das Gesicht auf dem Poster kommt mir bekannt vor. Ich habe ein Loch in den Ball gemacht. Los geht's. Was ist los? Das Auto der Chefin ist den Berg runter gegen einen Pfosten gerollt. Hat die alte Schole wieder vergessen, die Handbremse anzuziehen? Sie ist sowas von sauer, als ob ich ihre Karre gefahren wäre. Gar nicht so abwegig. Du wolltest bestimmt wieder irgendein Mädel beeindrucken. Schnauze! Beweg dein Hintern, dein Bonus steht auf dem Spiel. Wir müssen das Auto irgendwie in die Werkstatt bekommen. Um auf das Dach des Nebengebäudes zu kommen, muss ich eine Art Treppe bauen. Zeit für etwas Akrobatik. Ich frage mich, was sich in den dunklen Ecken des Lagerhauses versteckt. Was haben wir hier? Hier gibt es jede Menge Licht und da absolute Dunkelheit. Was für ein interessantes Pendel, das ich da zusammengebaut habe. Wie war das? Ist der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel? Ich folge dem Lichtstrahl. Lichtschalter. Lassen wir es sicherheitshalber dunkel. Das ist die Gozo-Steintafel. Ich habe die Diebe gefunden. Diese Skulpturen wurden auch auf Gozo gestohlen. Ich glaube, sie passen in meine Tasche.
Sie stinkende Diebin! Sie hat hier die ganze Zeit rumgehangen. Haben Sie sie durchsucht? Wir haben nichts bei ihr gefunden. Ja, weil ich nichts gestohlen habe. Und im Lagerhaus fehlt nichts? Ein paar Kisten. Kisten? Das Mädel kann sie ja kaum weggeschleppt haben. Was haben Sie hier gesucht? Ach, egal. Ich könnte Sie in ein türkisches Gefängnis werfen lassen. Dumme, verblendete Kuh. Werfen Sie sie auf die Straße. Die Steine sind weg. Wer hat sie weggenommen? Hallo? Ihr Anderson. Wir müssen über diese Steine reden. Ich habe etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Wussten Sie, dass ich sie selbst in der Hand hatte? Sie sind in Istanbul? Haben Sie Ihren Onkel gefunden? Leider nicht. Was haben Sie herausgefunden? Kann ich Ihnen nicht am Telefon sagen. Wann können Sie bei mir sein? Heute schaffe ich es nicht. Morgen, in Ordnung? Okay. Das Auto ist weg. Die Steine sind weg. Faina Flatow kennt fast alle Sammler am Mittelmeer. Wo soll ich nach dem gestohlenen Eigentum suchen? Hilft Ihnen diese Kette weiter? Unglaublich! Sie passt! Schön, das zu hören. Finde ich auch. Woher haben Sie die? Och, wissen Sie, ich sammle einfach Zeug. Wollte eine Halskette daraus machen, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Wohin ist das Auto verschwunden? Kommt drauf an, welches Sie meinen. Das Cabrio ist in der Werkstatt. Nein, das vom Tor. Keine Ahnung. Ich konnte nicht mal mit dem Fahrer quatschen. Ich habe hier eine praktische kleine Pumpe. Vielen Dank. Ich dachte mir schon, dass Sie Ihren Reifen keine Mund-zu-Mund-Beatmung geben wollten. Was für eine brillante Intuition. Also, können Sie mich jetzt mitnehmen? Sicher, springen Sie rein. Die Fahrt geht aufs Haus. Ich wusste nicht, dass ich so gefährlich bin. Ich musste meine Taschen am Flughafen komplett leeren. Was für ein Chaos! Jemand war hier und hat die Wohnung durchsucht. Der Dieb ist nicht so weit gekommen. Vielleicht habe ich ihn erschreckt, als ich hereinkam. Onkel. Ach, wie wünsche ich mir doch, dass du einfach hinter der Tür auftauchen und wieder da sein würdest. Jemand ist in die Wohnung meines Onkels eingebrochen. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass jemand aufpassen sollte? Was fehlt? Anscheinend gar nichts. Der Eindringling hat nur seine Papiere verstreut, als ob er nach etwas gesucht hat. Ich muss mir das ansehen. Das ist nicht nötig. Es fehlt ja nichts. Entscheiden Sie sich bitte, ja? Wenn Sie mich schon fragen, dann sollten Sie auch eine offizielle Anzeige aufgeben. Und Sie haben hier niemand Verdächtigen gesehen? Nein. Ich hatte ja die Vermutung, dass das Haus beobachtet und geschützt werden sollte, aber Sie waren ja dagegen. Vielleicht war das ein Fehler. Nun, ich habe jedenfalls genug andere Pflichten. Einen betrunkenen Papagei? Veralbern Sie mich nicht. Seien wir froh, dass die Insel keine anderen Probleme hat. Was ist mit dem Verschwinden meines Onkels? Ist das kein Problem? Ich habe meine eigene Theorie darüber. Und was ich gerade erfahren habe, bestätigt sie nur. Wie bitte? Professor Leroux geht es gut, auch wenn er sich versteckt hält. Er ist nach Hause zurückgekehrt, um einige Sachen zu holen. Aber er war in Eile und hat Unordnung hinterlassen. Brillante Schlussfolgerung, Holmes. Und Sie denken, mein Onkel würde mich nicht wissen lassen, dass es ihm gut geht? Bedenken Sie bitte, dass Ihr Onkel nicht notwendigerweise weiß, dass Sie hier sind und sich Sorgen machen. Warum verdächtigen Sie ihn, diese Steine gestohlen zu haben? Weil es die einfachste Schlussfolgerung ist. Und absolut falsch. Ich wünschte, ich würde mich irren. Ich glaube das einfach nicht. So oder so geht es Ihrem Onkel sicher gut. Meiner Einschätzung nach muss man sich um nichts Sorgen machen. Ist das nicht beruhigend? Ich fände es beruhigend, wenn die Polizei die Sache etwas ernster nehmen würde. Das tun wir doch. Nun,
dann auf Wiedersehen. Die Polizei ist sehr eifrig, das versichere ich Ihnen. Ich weiß nicht, ob ich mir wünsche, dass Inspektor Grank recht hat. Aber dann wäre mein Onkel in Sicherheit. Ich bin Sylvie. Super. Ich warte hier mit einem Glas Wein auf Sie. Wirklich? Ich bin unterwegs. Er hat mich auf ein Glas Wein eingeladen. Sollte ich mich vielleicht zurechtmachen? Tja, ich habe ja sowieso kein Abendkleid. Zum Glück ist der Fischgestank verflogen. Da bin ich. Wie ist es gelaufen? Sie wären überrascht, wie gut ich zurechtgekommen bin. Dann schießen Sie los. Flatow, die Besitzerin der Galerie, ist eine alte Hexe. Sie und ihre Leibwächter sind mir ständig gefolgt und ich durfte nichts anfassen. Wie haben Sie dann die Steine gesehen? Ich habe ein Ablenkungsmanöver inszeniert. Da bin ich aber gespannt. Ich habe die Handbremse von Frau Flatows Wagen gelöst. Als er den Zaun gerammt hat, sind alle rausgerannt, um zu sehen, was passiert ist. Nett. Und ich bin ins Lagerhaus gehuscht. Es war stockdunkel, aber ich hatte Angst, das Licht anzumachen. Aber trotz des höllischen Stress funktionierte mein Gehirn immer noch tadellos. Bewundernswert. Gut, also weiter im Text. Ich habe aus Frau Flatows Puderdose eine Lampe gemacht. In der einen Ecke waren also diese riesigen Kisten und darin... Die Tafel von Gozo? Bingo. Und in der anderen, in der deren Deckel ich mit einer Brechstange aufmachen musste, weil er so schwer war, waren 4 kleine Steinblöcke. Blöcke? Ja. Ich dachte, dass es vielleicht Elemente der digitalen Rekonstruktion des Gozo-Tempels waren. Rekonstruktion? Können Sie mir mehr erzählen? Die, welche Simon gemacht hat. Da sehen Sie 4 Sockel und darauf sind diese kleinen Steinblöcke mit eingravierten Symbolen. Klein genug, um in meine Tasche zu passen. Sie haben sie mitgebracht? Das wollte ich, aber dort war jemand, der mich nicht gehen lassen wollte. Ich bekam einen Schlag auf den Kopf und als ich aufgewacht bin, war Frau Flatow mit ihren Leibwächtern da und schrie mich an wie eine Harpie. Einer von Ihnen hat Sie geschlagen? Bastarde. Tut es noch weh? Nein, schon okay. Jemand hat dort auf mich gewartet. Wie kommen Sie darauf? Ich habe nie gehört, dass die Tür geöffnet wurde. Das ist nicht gut, Sylvie. Ganz im Gegenteil. Es ist gut, einen Schlag auf den Kopf zu bekommen? Fassen wir meinen kleinen Ausflug zusammen. Ich habe herausgefunden, dass die Steine wirklich in Istanbul sind. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer Frau Flatow wirklich ist. Die wissen nicht, dass Sie Olivier Leroux' Nichte sind? Die waren nicht ansatzweise daran interessiert, wer ich bin. Sie haben mich auf die Straße geschmissen wie eine Stoffpuppe und sind mit den Steinen irgendwohin abgehauen. Ich weiß nicht, ob Ihr Onkel erfreut wäre. Aber so oder so, Sie waren sehr mutig. Ich komme ganz gut klar, oder nicht, James? Ja. Sie haben eine abenteuerliche Ader. Wissen Sie was? Das feiern wir mit einem Glas Wein. Hervorragend. Auf die Hoffnung, meinen Onkel und die Steine zu finden. Ja. Und auf unsere Theorie. Und auf die großen Rätsellöser. Was? Meinen Sie uns? Also, reisen Sie viel? Mein Job ist es, mich durch verschiedene Buchsammlungen in ganz Europa zu graben. Sie sagten am Telefon, dass Sie etwas Wichtiges entdeckt hätten. Ja. Bei der Inschrift auf der Steintafel geht es um die Bändigung einer geheimnisvollen Macht, die hinter der Vernichtung von Sodom und Gomorra stand. Mein Onkel hatte also recht. Vielleicht kann ich meine Theorie beweisen. Die Inschrift beschreibt, dass diese Macht aus der Dunkelheit längst vergangener Zeit stammt und alle 4000 Jahre aus dem Schlaf erwacht. Hoffentlich ist es jetzt nicht so weit, sonst kriege ich wirklich Angst. Diese Steine, die Sie in der Tasche hatten, sind entscheidend dafür, diese Macht zu kontrollieren. Also deswegen wurden sie gestohlen. Jemand möchte die Macht kontrollieren. Ich sage nicht, dass diese Inschrift wörtlich genommen werden sollte. Doch seitdem Sie mir dieses Buch und die Fotos gebracht haben, sind unangenehme Dinge geschehen. Vielleicht sollte ich nach Gozo gehen. Das ist eine gute Idee. Sprechen Sie mit dem Archäologen. Soll ich ihm sagen, dass ich die Steine gesehen habe? Ich denke, Sie können offen zu ihm sein. Und was dann? Wir müssen vorsichtig sein. Können Sie sich vielleicht in Paris verstecken? Sie machen Witze, oder? Unsere Gegner werden denken, dass Sie das Interesse an den Gozo-Steinen verloren haben.
Ich soll meine Suche nach Beweisen, die meine Theorie untermauern, einstellen und wieder Bücher wälzen? So oder so. Ich muss für einen Tag verschwinden. Wohin werden Sie gehen? Ich werde mich in einem Kloster verstecken und weiter an diesen Texten arbeiten. Kloster? Aber wir bleiben doch in Kontakt. Ja, ich werde Sie anrufen. Wenn ich fertig bin, schicke ich Ihnen die Übersetzung nach Paris. Nein, ich gehe nicht nach Paris. Schicken Sie sie mir hierher. In Ordnung. Ich habe Frau Flatows Visitenkarte fast vergessen. Sie hat Ihnen eine Visitenkarte gegeben? Aus Sympathie? Nein, ich habe sie im Lagerhaus gefunden. Auf der Rückseite stehen ein paar Worte. Ich glaube, es ist Hebräisch. Können Sie sie übersetzen? Mein Hebräisch ist absolut furchtbar. Ich frage einen Freund. Ich sollte los. Viel Glück. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas finden. Sie auch. War mir ein Vergnügen. Das will ich meinen. Er hat mich auch sehr gefreut. Passen Sie auf sich auf. Er arbeitet an diesen Texten in einer Klosterzelle. Was für ein seltsamer Mann. Die Stadt schläft. Herr Kaflata hat den Laden geschlossen. Ich frage mich, wie es seinem Bruder und dem Papagei geht. Schon wieder verfolgt mich jemand. Ich möchte nicht noch einen Schlag auf den Kopf. Vielleicht ist es dieselbe Person, die auch meinen Onkel entführt hat. Der Archäologe wird sich in den Hintern beißen, wenn er hört, dass ich die Steine in der Hand hatte. Und dann auch noch in Istanbul. Ich denke, es ist Zeit, den Archäologen zu besuchen.